Willkommen zurück zu Pokémon Karmesin. Wir sind hier in Garafosa City. Ja, für die Leute, die sich nicht mehr erinnern, wo das hier überhaupt ist. Zeige ich euch mal kurz die Map. Könnt ihr vielleicht erinnern, vor ein paar Folgen haben wir hier Unlicht Team Stars bekämpft. Aber ich wollte die Arena noch nicht machen. Jetzt machen wir sie. Garafosa City ist auch der Stadt. Ist auch als Stadt des Wassers bekannt. Du kannst dir sicher denken, weshalb. Ja, hier gibt es sehr viel Wasser und hier gibt es auch eine Wasserarena. Ja, der Arenaleiter ist der Typ Wassers. Kann man entweder mit einem Pflanzen-Pokémon oder auch mit einem Elektro-Pokémon ankämpfen. Ich hoffe, wir sind gut gelevelt dafür. Ich weiß natürlich nicht, aber ja, das hier ist die dritte und somit, soweit ich weiß, letzte City. Oh, hier ist auch ein Delfin. Oh, süß, wie es in der Luft einfach so ein... sich nur noch einfach drehen kann. Das ist doch toll. Und was sind das hier eigentlich für Dinger? Sind das Aufzüge? Kann man ja drauf? Ja, kann man. Wahrscheinlich befindet sich der Arena auch hier oben, oder? Wie langsam ich mich bewege. Ja, dort oben ist die Arena. Ich denke, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, die Arena zu machen. Warum auch nicht? Mein lieber Scholli, ich bin schon viel zu spät dran. Achso, das war der. Viel zu spät dran, mein lieber Scholli. Moment, warten Sie, ist in der Combo. Ah, weg ist er. Dabei hat er sich doch das, hat er doch das hier vergessen, Entschuldige, aber du bist doch sicher hier um Arena herauszufordern, oder? Ja, schon. Das dachte ich mir. Der große Mann gerade eben bei der hiesige Arenaleiter Kombu. Er ist wie vielleicht einer. Gerade ist er los, auf dem Markt einzukaufen, hat seine Geldbörse vergessen. Das wird ihm sicher noch Probleme bereiten. Weißt du, vielleicht so freundlich und würde es ihm bringen? Ja, okay, kein Problem. Wie nett von dir, vielen Dank. Dafür würde ich dir am liebsten gleich noch hier den Arena-Orden geben. Ich freue mich auf dich. Kombus Geldbörse, du vertraust mir, du fragst raus. Oh, wie süß und Blutzug, das hätte ich gerne im Real Life. Ja, du vertraust mir, irgendeiner Fremden, einfach so die Geldbörse von dem Arenaleiter? Okay. Deine Sonderzustellung würde ich dann auch direkt als Arena-Prüfung gelten lassen. Kombo hat sich nach Puerto Marinedo aufgemacht. Das liegt jenseits der Wüste im Westen. Das passt, pass auf dich auf, in der Wüste soll es viele gefährliche Pummel geben. Oh, in die Wüste gehen wir jetzt, okay. Aber was wäre die normale Prüfung dann gewesen? Naja, egal. Auf jeden Fall in Richtung Westen. Wenn das hier Norden ist. Nie ohne Seife waschen. Das heißt, in der Brutzelwüste? Ah, ja, ja. Ich weiß, hier gibt es auch Bodenherrscherorden. Allerdings weiß ich noch nicht, ob wir dafür ready sind. Ich habe das Gefühl, das ist vielleicht noch ein bisschen zu schwer für uns. Deshalb mache ich das jetzt noch nicht. Ich werde es mal auf jeden Fall noch im Kopf behalten. Vielleicht machen wir das so innerhalb der nächsten 10 Folgen oder so. Keine Ahnung. Früher oder später machen wir es auf jeden Fall. Aber jetzt suchen wir erstmal nur wegen der Prüfung nach dem Arena-Leiter. Und nämlich so ein bisschen an Kanto, wo man Misty suchen musste. Oh Gott, muss ich überhaupt lang? Ich weiß es nicht, ich glaube, ich muss hier lang. Hier ist auf jeden Fall ein großer Sandsturm. Ist das Enteron gerade in dem Düten drin? Habt ihr das gesehen? Spur nochmal zurück. Der war gerade eindeutig in dem Enteron drin. Was zum... Ja, jetzt schon wieder? okay. Ihr macht schon euer Ding so. Habt ihr gesehen? Gibt es diese Stein-Pokémon aus Gen 8? Was ich leider nicht fangen konnte damals. Weil es nur in einer anderen Edition gab. Wait, what? Aha. Du-dum. Gibt's auch Trainer. 20 Jahre. Ich besuche die Akademie schon seit 20 Jahren. Ob das jetzt was Gutes ist, weiß ich nicht. Weiß nicht, ob das eine Akademie ist, wo man das Leben lang, sein Leben lang hin kann. Oder ob man da eigentlich nur so ein paar Jahre hingeht. Wie in der Schule. Gehst du ein paar Jahre hin im Leben. Und dann gehst du halt nicht mehr dahin. Ich kann es euch nicht sagen.
Aber hier in der Wüste haben sie alle Wasser-Pokémon. Ich meine, okay, ist schon eine solide Strategie, definitiv. Würde ich nicht judgen hier, gar keinen Fall. Was ist das da hinten für ein Pokémon? Vielleicht sind ja neue Pokémon, das ist auf jeden Fall ganz cool, wenn ja. Aua. Hier ist ein Gnivor, oder wie das hieß. Oh, schönes Gladiantri. Da haben wir auch was für dich. Lebensschuss. Nice. Bellybolt wird wirklich immer stärker. Mit dem Blick, ja. Aber wir kriegen so viel XP, weil das noch so keine Babyviecher waren. 20 Jahre umsonst. Ja, ich möchte mit deinen traurigen Geschichten leider nicht in Konfrontation gebracht werden. Es tut mir leid, aber jetzt macht mich das auch noch traurig. Was war das denn gerade für ein Pokémon? Hä? Was war das? Was zum? Hier ist ein Donphan. Ein ganz normales. Anscheinend gibt es ja auch normale Donphans. Da ist es. Das ist kein neues Pokémon. Aber eins, was ich gerne mag. Okay, ich wollte es nur sehen, damit ich später ein Pokédex habe, damit ich weiß, wohin. Am Pokédex wird immer angezeigt, wo man ein bestimmtes Pokémon, was man schon mal gesehen hat, fangen kann. Und jetzt mal dabei die Weiterentwicklung von dem kleinen Fratz, den man schon gesehen hat. Dieser fliegende Dude, dieser Tutu, Strauß. Das ist echt ein cooles Pokémon, finde ich. War kurz davor, es in meinem Team zu benutzen, hab mich aber tatsächlich dagegen entschieden, ja. Tatsächlich schon. Okay, gegen den haben wir gerade gekämpft, glaube ich. Achso, das ist nur sowas. Okay. Ich weiß wirklich nicht, wo lang. Also. Keine Ahnung. Ich denke, ich renne einfach mal ein bisschen rum, werde schon was finden. Wäre dein Pokémon-Kampf genehm? Lass uns viel Spaß dabei haben. Okay. Kumpel, Hilde. Schalelos. Du, 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 du. Schalelos ist nicht Typ Boden. Okay, ich war mir gerade sehr unsicher. Es hat auf jeden Fall Bodenattacken. Aber es ist nicht Typ Boden. Es ist Typ Wasser. Glaube ich. Ich hatte das Ding noch nie im Team gehabt. Ich weiß es nicht. Weil ich werde es ja mal in späteren Let's Plays mal ins Team tun. Aber ja, bisher hatte ich es noch nicht. Also ja. I don't know. Es war auf jeden Fall mal ein Kandidat in meinem BDSP Let's Play. Aber ich hatte noch was anderes eingetan. Was hat's jetzt? Ich hab's geskippt. Sedisal. Was, Pokémon? Oh mein Gott, das ist die. Das ist die Weiterentwicklung von dem Super Mario Pilz. Und jetzt ist es einfach so ein Minecraft-Schwein. Also, das Gesicht sieht für mich persönlich 1:1 aus wie ein Minecraft-Schwein. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Für mich wird das für immer so sein. Auch wenn es jetzt hier ein bisschen leuchtet, die Augen. In anderen Bildern leuchten die Augen nicht so sehr, da kann man es dann besser erkennen. Aber es hat vor allem so eine viereckige Form. Die Augen passen perfekt zu einem Minecraft-Schwein zusammen. Es ist aber wunderbar. Es ist aber wirklich. Ich liebe es. Es hat übrigens noch eine weitere Weiterentwicklung, aber. Das könnte noch bestimmt noch lange dauern, bis wir die sehen. Welchen Typ macht das überhaupt? Gestein irgendwas bestimmt. Machen wir echt wenig Damage, ne? Sandsturm tut mir Damage zu, aber ihm halt nicht. Aua. Was hat das mit mir zu tun? Bam! Aus meinem Bauch schieße ich Wasser. Ja, gut. Lassen wir das mal so stehen. Was war das jetzt? Oh, Vipitis. Nee, da wächst sich das nicht raus. Du. Giftschock. Ich möchte aber keinen Giftschock hier erleiden.
Mann, der blöde Sandsturm. Aber Vivitas greift jetzt auch an. Das ist zumindest ein Vorteil. Wir sind schon über 31 mit Takoko. So lange wird das nicht mehr dauern, bis es sich entwickelt. Und ich bin gespannt, wie ihr so die letzte Entwicklung finden werdet. Ich weiß natürlich schon, wie sie aussieht, aber ich tue so, als wüsste ich rein gar nichts. Ich meine natürlich, ich weiß rein gar nichts. Es ist einfach nur ein großes Krokodil. Wer weiß, könnte ja sein. Okay, jetzt sind wir leider sehr angeschlagen. Trainerin war sehr stark. Ich hatte Spaß. Das ist toll. Oh! Schlickter entwickelt sich. Perfekt. Und immer noch kein neuer Hintergrund. Ich weiß nicht, wie ich das andere hinbekommen. Bei mir ist nie ein neuer Hintergrund. Das ist Schlickdri. Einfach ein großer Felsen mit drei roten Würmern beim Rausgucken. Finde ich ganz lustig. entgegen seinem Äußeren ist es von grober Natur. Mit seinen langen Körpern nimmt es Beute in die Mangel und zieht sie in sein Nest. Finde ich schon funny. Schon funny. Ach, habt ihr es auch mal gesehen? Bei unserem nächsten Teammitglied werde ich das dann raustun. Weil ich möchte schon lieber meinen Delfin haben, wenn ich mal ganz ehrlich mit euch bin. Bring, bring! Und na, jetzt bin ich wahrscheinlich nah dran an, ja, an dem. Das wollte ich noch gar nicht. Ja, Michael, angeblich befindet sich der Herrscher der bebenden Erde hier in der Wüste. Der Boden bebt jedenfalls schon seit einer ganzen Weile. Mir wird langsam echt schlecht davon. Sorry, aber ich muss eine kleine Pause anlegen, bevor ich wieder mit der Herrschersuche widmen kann. Besser ist es, weil wenn wir da lang gehen, das ist sowieso der falsche Ort. Wo ist denn der? Wo ist denn der Dude? Oder ist der hier nicht in der Wüste? Hat der nicht gesagt? Der wäre hier irgendwo in der Wüste? Vielleicht meinte sie auch nur in der Nähe der Wüste. Das heißt, vielleicht ist der auch einfach hier in der Nähe. Ganz am Rande halt. Wenn ja, dann tut's mir leid. Und ja, Enteron, ne? Wenn ja, dann tut's mir leid, dass ich das falsch bekommen habe. Ich hab echt keine Ahnung, ey. Ich habe ehrlich keine Ahnung, wo das sein könnte. Ich suche ihn mal, I guess. So, wenn wir hier lang gehen, dann befindet sich da hinten der Ort, wo wir hin sollen. Ich habe vergessen, dass wir zu einer anderen Stadt hin sollen, nämlich hier hin. Da geht dann die Prüfung los und dann können wir direkt wieder zurücklatschen. Tolle Soße, oder? Ganz toll. Und das neue Pokémon. Gucken wir uns gleich an. Warum darf man eigentlich nicht zum Sturm von Paldea gehen? Ist gefährlich. Auch du, mein kleiner Vogel, darfst das auch nicht machen. Ist nicht gut. Das ist gegen die Regeln, das ist gegen die Vorschriften. Das darfst du nicht. Naja, so sieht's aus, so sieht's aus. So, Dratini ist Typ Drache, nicht Typ Wasser, wie man denken würde, ja. Ich dachte, vielleicht würde Funkensprung trotzdem viel Damage machen, macht es aber nicht unbedingt. Vielleicht macht der Lehmschuss schon mehr. Auf jeden Fall mit dem Crit. Und Dratini ist ja echt groß. Ich dachte eigentlich, Dratini wäre ein bisschen kleiner. Hier ist das neue Pokémon, vielleicht seht ihr es auch schon. Kleine Ameise, die diesen Ball rüberrollt. Guckt es euch an. Warum auch immer ist sein Kopf unten? Es trägt das mit den Beinen. Also zumindest sieht das so aus für mich. Relok heißt das anscheinend auf Deutsch. Bist Käfergestein? Keine Ahnung, auf jeden Fall ist es paralysiert. Das heißt, jetzt kann ich eigentlich schon fangen. Es ist hundertprozentig Käfer. Wahrscheinlich Boden oder Gestein auch noch. Ne, Boden kann nicht sein, sonst hätte man den Elektro-Attack nicht getroffen. Dann ist es wahrscheinlich Gestein, oder? Lass es uns fangen und herausfinden. Und die Musik ist ja echt funky hier. Ich mag die Musik hier echt. Ist echt cool. Das ist echt mal was anderes vor allem. So, welchen Typen hast du?
Nur Käfer? Okay. Es vermischt Erde und Sand mit Psychokräften, um eine Schlammkugel zu formen. Diese schätzt es mehr als ein eigenes Leben. Oh. Oha. Ja, da unten ist der Kopf. Ihr seht's schon. Die Musik ist ja voll cool. Ich krieg so richtig Popokulation-Vibes. Hat es eine Psychotyp mit der Weiterentwicklung vielleicht? Wenn es schon mit Psychokräften hier beschrieben wird? Könnte sein. Und ja, es hat eine Weiterentwicklung. Es könnte sein. Ja, der Erdwurm ist hier die ganze Zeit überall. Tuska-Stacheln. Aha. Interessant. Dum, dum, dum. Oh mein Gott! Girafarik! Für die, die es nicht wissen und sich die gar keine Trailer angeschaut haben zu diesem Spiel, Girafarik hat auch eine neue Weiterentwicklung. Ich fange später. Ich möchte erstmal die Arena machen und dann suche ich mal eins. Deshalb lass mich bitte gehen! Ich war nur schockiert, dass man es jetzt schon finden kann. Ha? Huh? Da ist er! Mein lieber Schalli, das glaube ich einfach nicht! Egal wie sehr euch die Meeresbrise auch zusetzt, ihr blüht einfach munter drauf los! Da fehlen mir gleich die Worte! Was für einzigartige Blümelein! So, jetzt aber nicht wieder auf zum Markt! Hi! Ignoriert mich einfach, okay. Ich wollte dir eigentlich noch die Geldbörse geben. Wenn du sie nicht haben willst, darf ich sie behalten? Nee, komm, das macht man nicht. Kannst du mir helfen? Nee, keine Zeit. Ich habe wichtigere Dinge zu tun, ja? Ah, nicht die TM-Maschine. Das ist das Problem, wenn man wieder ein Pokémon-Center hat, wo alles direkt nebeneinander ist. Dass man dann ständig das Falsche anspricht. Ne? Weiß nicht, was ich davon halten soll. Ist ein bisschen störend. Aber so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht. Wo müssen wir lang? Wir sollen nicht zum Leuchtturm? Ich gehe jetzt trotzdem zum Leuchtturm. Jetzt gibt es ganz viele Slimers. Nee, da will ich nicht runterspringen. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Was gibt's denn hier oben im Leuchtturm? Gibt es da vielleicht wieder ein Gierspenst? Oder... was ganz anderes. Boah. Muskelbepackt, ey. Krass. Hast du auch die Bolzerwiese durchquert, um hierher zu kommen? Du bist aber dabei nicht zufällig bei einem seltsamen Puma begegnet, oder? Was? Welches denn? Uff, ich glaube, ich lasse mich von einem Flugtaxi nach Graf Rosa City zurückbringen. Ja, würde ich auch sagen. Aber die Damen haben schon echt krasse Muskeln, du. Respekt. Oh, doch, hier ist eins. Hi, Felino. Hier ist ein Joto, Felino. Hallöchen, Kleiner. Ja, die gibt es aber ab und zu mal in manchen Orten. Manchmal auch in Pokémon-Centern und, Pokémon-Haltestellen, meine ich natürlich. Und ja, die geben dann halt einfach ein paar Münzen. Hier gibt es ein Curly, ja. Knattertox gibt es ja auch. Rotom gibt's ja auch. Mauzi habe ich noch gesehen. Ja, keine Ahnung. Springen wir rein. In die wundersame Stadt. Hui! Puerto Marinedo. Bonk. Ich ramme gegen Jinjol. Boom. Was ist denn das hier für ein Ort? Riesige Einkaufsville einfach. Aber kämpfen wir hier direkt? Mein lieber Scholli, sie ist weg. Meine Geldbörse ist weg. So wird mir das Angebot des Tages sicher vor der Nase weggeschnappt. Chef, beruhigen Sie sich. Ich mache mich sofort auf die Suche. Was gibt's? Falls du was vom Chef Kombo willst, der ist gerade beschäftigt. Als sein bester Lehrling kann ich nicht zulassen, dass er gestört wird, egal wer nach ihm fragt. Oder willst du einfach behaupten, dass sein Anliegen wichtig genug ist, um uns etwas damit zu belästigen? Ja, richtig. Was für ein störrisches Kind. Na schön, dann hole ich dir mein Kleingeld von dir. Aber ich will doch nur seine Geldbörse ihm wieder zurückgeben. Mann. Ein Bäuerli.
Funkensport. Heißer Biss. Bau, bau, bau. Yeah, ein paar Level-Ups wollen wir uns hier krallen. Scampisto, ist das aus Gen 8? Nee, aus Gen 7. Okay. War mir gerade nicht sicher, welches Pokémon das war. Aber das Ding gibt es halt dann im Mund, glaube ich. Da bist du down. Ja, Bellypot wird die ganze Arena hier machen, denke ich. Der wird die alle wegsweepen. Sweep, sweep, sweep. Megasauger. Ich meine, ich habe das Viech noch gar nicht benutzt. Wie herber. Aber ich meine, okay. Vielleicht entwickelt es sich ja bald. Falls es eine Entwicklung hat, ich weiß es nicht. Das können wir schon vorstellen. Vergib mir, Chef. Ich mag die Wandmalereien. Pokémon ohne Augen. Wie könnte das passieren? Jetzt bin ich auch noch meinen Notgroschen los. Menschenskinners, was ist denn der Krach jetzt bedeuten? Chef Combo, dieses Kind hier. Eine Kundin für diesen mittellosen Mann, der seine Geldbörse verloren hat. Was gibt's denn? Ich hab da. Sie haben das hier vergessen, der Herr. Hier, Blutzug. Na sowas! Ist das einfach meine Geldbörse? Was meinst du? Jemand vom Empfang der Arena hat dich gebeten, sie mir zu bringen? Du bist meine Rettung. Danke, dass du extra vorbeigekommen bist. Tut mir leid, dass dir mein Lehrling ebenso an den Kran gegangen ist. Weißt du, Puerto Marinedo ist berühmt für seine Auktionen und dieses Mal wird etwas versteigert, das ich unbedingt in die Finger bekommen will. Deswegen waren wir beide etwas angespannt. Nur zu, kommen Sie näher, das hier ist unser letztes Angebot für heute. Hä? Unser heutiges Highlight ist das legendäre Seegras aus der Höhlenregion. Na, wer bietet zuerst? Mein lieber Scholli! Ich brauche es nur anzusehen, um zu erkennen, dass dieses Seegras voller Nährstoffe steckt. Dieser blendende Glanz, der von ihm ausgeht, wenn es Licht reflektiert. Es strotzt nur so vor Frische. Oh mein Gott, ich muss es einfach haben! Hey du, wenn du dich an der Garafosa-Arena versuchen willst, ist Finesse sehr wichtig. Und das ist die perfekte Gelegenheit, dich darin zu üben. Geh und ersteigere diese Zutat für mich. Und wie genau geht das? Bei einer Auktion liefert man sich quasi einen Wettkampf mit den anderen Gästen, um ein Produkt zu erstehen. Wer sein Geld am besten im Blick hat und das höchste Gebot äußert, kann sich das Objekt der Begierde angeln. Hier, mit diesem Geld ist es für den Kampf gerüstet sein. Stell dich schlau an oder steigere das Seegras für mich. Volle Kraft voraus. Really? Oh, 50.000. Okay. Warum was? Wenn ich es nicht schaffe, was dann? Ersteigere die Ware bei der Auktion. Okay. Das sollte doch nie klack sein. Das Startgebot für das legendäre Seegras aus der Höhenregion liegt bei 10.000 Pokédollar. 15.000. Oh, 20.000 und 30.000. Erstmal warten. So viel Geld. 35. Wie bitte? Yes! Zum ersten, zum zweiten und zum dritten! Verkauft! Die junge Dame hier ist die meistbietende. Ja, Glückwunsch, ich hab verloren. Du bist ein Naturtalent. Du hast die Erwachsenen in die Pfanne gehauen. Vielen Dank, dass du das Seegras für mich ersteigert hast. Dürfte ich das haben? Aber wenn ich das restlich behalten darf? Natürlich. Was für ein Fang. Ich hätte mir wirklich die nicht vorhandenen Haare gerauft, wenn mir das durchs Netz gegangen wäre. Wenn noch etwas von dem Geld übrig ist, darfst du das Belohnung gerne behalten. Mach damit, was du willst. Vielleicht weckt ja eine andere Aktion dein Interesse. Ich mache mich dann mal wieder zurück auf den Weg zur Garafosa Arena. Der alte Kombu wird sich richtig in die Kiemen legen und einen Kampf vorbereiten, der sich gewaschen hat. Ja, dann let's go, sofort. Jetzt sofort, ich will kämpfen. Bestanden, ersteigere die Ware bei der Auktion. Wunderbar. Ja. Dann gehen wir direkt mal wieder hier hin. Ja, wie komme ich da am schnellsten hoch? Ich schätze mal von hier. Okay, da muss ich jetzt mal nachschauen, wie das am schnellsten und am besten geht. Na, das weiß ich nicht. Das werde ich jetzt herausfinden. Und so. Hier hoch, ne? Ich glaube nur die Mauer hier hoch und dann war es das schon. Please? Nicht noch eine Mauer?
Nee, scheint hier richtig zu sein. Wunderbar. Dann let's go. Boah, die Damen sind aber echt viele Muckis, ne? Respekt, Respekt. Das ist erstmal ein Pokémon-Spiel, dass man sowas sieht, deshalb wollte ich es mal erwähnen. Oder generell ein Videospiel. Na, wenn das nicht Maike ist. Was ist denn das da vorne? Wie ich sehe, kommst du mit dem Sammeln der Arena-Orden gut voran. Ach, ist das etwa die Trainerin, von der ich schon so viel gehört habe? Du sollst ja echt was auf den Kasten haben. Ist da etwas dran? Naja, geht so. Von wegen, nur nicht so bescheiden. Darf ich schon mal vorstellen, das ist Kay. Yep, das bin ich. Freut mich. Und ja, ich weiß, ich sehe umwerfend gut aus. Aber lass dich davon nicht hineinschüchtern. Sie lässt sich gerne mal zu Späßen hinreißen, ist aber ebenso wie ein Mitglied der Top 4. Wie ich. Was? Ich hab doch gar keinen Scherz gemacht. Na egal. Du machst jedenfalls einen interessanten ersten Eindruck. So viel steht fest. Selbstverständlich, schließlich ist sie Teil der hervorragenden Schülerschaft unserer Akademie. Ja, schon klar, schon klar. Hör mal, die Arenen werden richtig schwer, sobald du die Hälfte von ihnen geschafft hast. Das stimmt. Ab diesem Punkt gibt die Mehrheit der Trainer letztendlich auf. Aber du nicht, oder? Ich warte bei der Champ-Prüfung auf dich. Zeig den übrigen Arenen, was in dir steckt. Ja, viel Erfolg nochmal. Ciao. Okay. Let's go. Maike, du hast Kombo seine Geldbörse wiedergebracht, stimmt's? Ach, vielen Dank für deine Hilfe. Du hast mir enorm weitergeholfen. Okay, du darfst jetzt gegen Kombo kämpfen. Okay, der Wasser-Arena-Leiter wird nun zerstört. Hab ich geheilt? Hab ich? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht, ob ich getan hab. Oder ob ich das vergaß. Weiß es nicht. Ich hab vergessen, ob ich es vergessen hab. Richtig. Boah, ganz viel Wind, aber auch alles voll mit Wasser. Dum, 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 dum. Kombo, komm, spiel mit mir! Dürfte ich Sie darum bitten, die neuen Gerichte in unserem Restaurant zu kosten? Tut mir leid, ihr Lieben, aber die Arena-Leiter-Pflichten rufen. Es wartet schon jemand auf mich. Würdet ihr euch noch ein wenig gedulden? Na gut. Könnt ihr zuschauen, wie ich ihn zerstöre? Also meinen Schader kann ich hier auf jeden Fall nicht benutzen in den Kampf. Ah, du bist es. Hereinspaziert. Danke für deine Hilfe in Puerto Marinido. Dank deines Aktionstalents kann ich jetzt das ultimative Seegras-Menü auf die Beine stellen. Aber glaub ja nicht, dass ich mich deshalb im Kampf zurücknehmen werde. Auf dem Markt kämpft man mit Geld, in der Arena geht es etwas handfester zu. Doch bei beidem zählen die Angriff von Rückzug, genau wie die Wogen des Meeres. Ich serviere dir nun ein Dreigänge-Menü, gespickt mit Wasser-Pokémon. Mach dich bereit! Let's go, let's go! Bin so ready! Vierte Arena, Kombu! Ein... was bist du denn? Was zum... Das ist ein neues Pokémon, das ist schon mein erstes Mal. Ich stehe zwar in deiner Schuld, aber das heißt nicht, dass ich es dir leicht mache. Was ist denn das? Es könnte Gift sein. Oder Stahl oder so. Bestimmt Wasser. Na, Wasser wird es auf jeden Fall sein. Das ist ein Fisch, after all. Es könnte Stahl oder Gift sein. Vielleicht Gift. Ich habe keine Ahnung. Der Sonnensturm tut ihm auch weh. Geil. Tut nicht nur mir weh, sondern auch ihm. Aua! Macht so viel Damage, ey. Was soll denn das? Oh, verdammt, ich hätte die... Oh, das war eine verschwendete Runde, glaube ich. Ich hätte vielleicht einfach Ladevorgang ersetzen können. Weil er vielleicht wegen dem Sturm gestorben wäre. Down gegangen wäre, weil nicht natürlich. Na, wie auch immer. Schlickdri. Ja, halt ein Wasser-Pokémon, ne? Oh mein Gott, wir haben es überlebt. Bam! One shot!
Aber Initiative sinkt wegen der Fähigkeit. Das ist schlickrig. Oh, ja, Takuro. Oh, Flammenwurf! Finally! Wird zwar uns in dieser Arena nichts bringen. Aber trotzdem, endlich! Starke Feuerattacke, durch die das Ziel eventuell Verbrennung erleidet. Das ist so viel besser als ein Elchant, meiner Meinung nach. Ja, ich weiß, ich habe immer noch Tackle. I know. Aber ich wechsle halt immer die Feuerattacken aus und ja, keine Ahnung. Flammenwurf, nice. Okay, was ist dein letztes Pokémon? Krawall, oder was war das? Ich habe es nicht gelesen, verdammt. Ich muss trotzdem zu irgendwem auswechseln. Am besten zu Super, weil der hat H2O-Absorber. Das ist ja wahrscheinlich vorteilhaft. Noch mag Ebbe herrschen, aber wer mich in die Enge treibt, dem droht eine wahre Sturmflut. Ist das so? Krawell, wer war das denn nochmal? Ach, das Ding aus Gen 7. Warte, welchen Typen hatte das? Ich hab's total vergessen. Amnesie, ich hab's vergessen. Zeit für die große Verwandlung. Mein Pokémon wird glitzern wie Sonnenlicht auf dem Wasser. Jetzt kriegt's eine Fontäne auf den Kopf. Du sollst dich gut festhalten, sonst wird meine Attacke dich wie eine Flutwelle davon spülen. Ha, hat keine Wirkung auf mich. Erstmal Amnesie einsetzen, damit die Spezialverteidigung steigt. Denn Super wird dich auslöschen. Hoffe, es ist gerade ein bisschen traurig, guck. Gift-Hieb. Ich könnte es vielleicht vergiften, wenn ich Glück habe. Lass mal schauen. Tja, nicht sehr effektiv, mein Freund. Bam! Na komm, vergift es! Schade, leider nicht. Aber das immer wieder Spam sollte auch eine, eine Ordnung-Taktik sein. Bam! Da 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 da. So, ich sitze mal down. Ja. Wegen dem Sandsturm gewinne ich. Der Kampf war einfacher als erwartet. Muss ich zugeben. Und damit haben wir die Hälfte aller Orden. Hälfte, du spielst auch durch? Fragezeichen. Mein lieber Scholli, du bist wirklich mit allen Wassern gewaschen. Tja, was soll ich sagen? Das war mal eine Niederlage genauso erfrischend wie die morgendliche Meeresbrise. Für dich war ich wohl nichts weiter als ein hilflos zappelndes Carpador, was? Da kann man nichts machen, das Netz ist eingeholt, was ein Fang! Du hast nicht locker gelassen und dir vollkommen furchtlos den Sieg geangelt. Halten wir den Moment eines Triumphs doch auf im Foto fest. Die Pose wollte ich schon lange mal ausprobieren. Welche Pose? Aber diese Bilder sind wirklich eine tolle Idee gewesen. Ich finde die lustig. Nice. Mit 4 Arena-Orden kannst du Pokémon bis Level 40 leichter fangen und sie horchen dir aus Wort. Und so eine klasse Trainerin wie du kann sicher auch diese Attacke voll auskosten. Ein Angebot zum Spottpreis, also greif ruhig zu. Kalte Dusche, das ist eine neue Attacke. Der Anwender greift an, indem er das Ziel mit eiskaltem Wasser überschüttet. Das raubt dem Ziel seinen Kampfgeist und senkt seinen Angriff. Oh, cool. Mach wie viel Damage macht das? So, jetzt muss ich mich aber langsam mal um die Vorbereitung im Restaurant kümmern. Bitte bei uns auch bald wieder. Ich würde mich freuen. Weiß nicht. Mal schauen. Ich hoffe aber, dass ihr mich bald wieder beehrt und in der neuen Folge von Pokémon Karmesin. In der nächsten Folge geht's wieder genauso richtig ab, wie es heute abging. Oh, hi. Du kamst ein bisschen spät, ne? Ah, Maike! Hast du gerade einen weiteren Sieg eingefahren? Super, gut gemacht. Dann müsstest du jetzt schon 4 Arena-Orden haben, stimmt's? Wahnsinn. Damit hättest du die Hälfte geschafft. Deine Bemühungen tragen ja echt schnelle Früchte. Ah, das macht mich ganz hebelig. Ich will jetzt sofort gegen dich kämpfen. Aber daraus wird leider nichts. Ich habe nämlich gerade nur ein speziell auf diese Arena zugeschnittenes Team dabei. Da ich gegen dich nur unter den besten Voraussetzungen kämpfen möchte, muss unser Kampf noch ein wenig warten, fürchte ich. Nein, nur so ein Ärger, aber auch. Was ein Timing. Sorry, Maike. Tut mir echt leid, sorry. Kein Problem.
Den meisten schluckt das sowieso. So ein Rivalenkampf. Mich aber nicht.